telefonisch von dort. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich melde mich hier aus Sumkait, einem Ort ca. 30 Kilometer von Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, entfernt. Und die Wiener Austria hat sich in ihrem ersten UEFA-Pokal gewinnen können. Aber gehen wir chronologisch vor. Aus einer gesicherten Abwehr, Peter Backholz, Spielstand des... Via Prag. Sturm Graz, so etwas wie das fußballerische Wahrzeichen dieser Stadt. Und das Match findet in der Grum statt. Die alte Grum kommt noch einmal zu neuen Ehren. Hier, wo sich so viele dramatische Spiele von Stabil Sturm Graz abgespielt haben. Hier wird Sturm versuchen, wieder in einem internationalen Bewerb Fuß zu fassen. Das Spiel zählt zum UEFA Cup und ist ein Vorrundenspiel. Hier haben Sie die Grazer Mannschaft, die sich anschickt, in die Grum hineinzulaufen. Grum, das ist ein Stadion mitten in der Stadt, mitten unter alten Häusern. Und deshalb die Bezeichnung Grum. Kommen wir gleich zur Aufstellung. Zuerst Stabil Sturm Graz mit Goriup im Tor, mit Nummer 3 Czernichow als Libero, mit zwei Milan. Diesen Bericht sehr mühevoll fertiggestellt.